Hallo, guten Tag und Gude! Herzlich willkommen zurück bei Rollstuhlfahren für Anfänger, dem YouTube-Kanal mit Hilfestellungen, Tipps und Tricks für Rollstuhlnutzer in der Anfangsphase. Ich bin's, der Christian. Wenn Menschen andere Menschen im Rollstuhl sehen, gehen die meistens davon aus, dass die Person, die den Rollstuhl nutzt, nicht mehr laufen kann. Das ist einfach in den Köpfen so drin, da kann man nichts dran ändern, weil ganz viele Menschen, die verbinden einen Rollstuhlnutzer mit Querschnittslähmung oder mit sonstigen Krankheiten oder Behinderungen, die das Laufen komplett unmöglich machen. Und die sind oft überfordert oder reagieren sehr verwundert, wenn ein Rollstuhlfahrer in der Öffentlichkeit dann auf einmal aufsteht und losläuft. Und der Rollstuhl sich dann noch selbstständig macht. Ja, das verwirrt die ganz oft. Und da kommen auch sehr häufig Sprüche wie, du spielst das ja nur. Oder, ach guck mal, der braucht ja gar keinen Rollstuhl. Oder, ach guck mal, der simuliert nur, weil er nicht mehr arbeiten will oder sonst irgendwas. Seid darauf gewappnet, wenn ihr noch laufen könnt. Freut euch der Tatsache. Super Sache. Und schämt euch nicht, egal wie das Laufen aussieht. Geht, was ihr könnt, wenn es noch geht, behaltet euch die Lauffähigkeit so weit, wie es geht. Und wenn euch irgendjemand blöd kommt, wenn ihr den Mut oder die Lust dazu habt, die Person aufzuklären, warum ihr auf einmal aufgestanden seid, tut es gerne. Ansonsten, ja, c'est la vie, lasst ihn in dem Glauben, ihn oder sie, dann ist es so, dann kann man da nichts dran ändern. Denkt euch euren Teil, seid nur gewiss, wenn ihr noch laufen könnt, dann kommen solche Sprüche. Das wird jedem früher oder später so gehen, mir ging es auch so. Und ganz viele Menschen wissen einfach nicht, dass es sehr viele Krankheiten und Einschränkungen gibt, wie zum Beispiel ja, und es gibt bestimmt noch ganz viele andere, die ich jetzt nicht genannt habe, die mir nicht eingefallen sind. Deswegen macht euch nichts draus, wenn euch irgendjemand blöd kommt mit einem Spruch. Genießt das Leben, genießt im Moment die Sonne und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald wieder. Adieu. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du kein Video mehr verpassen magst, dann abonniere doch gerne meinen Kanal Rollstuhlfahren für Anfänger. Danke!